Wenn du möchtest, dass dein Kind ein guter Kopfrechner wird, dann kannst du das mit einer Lernbox üben. Dabei steht jede Aufgabe auf einer kleinen Karte und wandert dann, sofern die Aufgabe richtig gelöst wurde, immer einfach weiter. Falls du mit dieser Lernmethode noch nicht vertraut bist, guck dir gerne auch dieses Video dazu an. Da kannst du das ganz genau einmal nachvollziehen, wie das funktioniert. Die kleinen Karten findest du in meinem virtuellen Klassenzimmer oder du bastelst dir einfach selbst welche. Doch, ja, wenn du diese Lernmethode mit deinem Kind nutzt, dann mache bitte nicht diesen Fehler. Fülle die Lernbox nicht mit allen möglichen Aufgaben, die dein Kind doch vermeintlich können sollte und bei denen du willst, dass es diese jetzt übt. Achte dabei auf folgende Dinge. Erstens, pass auf, dass sich nicht zu viele Aufgaben in der Box befinden. Manchmal sehe ich Lernboxen, da passen in das erste Fach gar keine Karten mehr rein. So vollgestopft ist das. Ganz ehrlich, ich hätte da auch keine Lust, diese Aufgaben anzugehen, wenn das so ein dicker Batzen ist. Ich finde, maximal 50 Karten sollten sich in der Lernbox befinden. Ungefähr 30 finde ich am optimalsten. Sobald die ersten Karten hinten in der Box angelangt sind und somit im Langzeitgedächtnis, kannst du vorne neue Aufgaben mit dazu packen. Achte außerdem auf das. Alle Aufgaben sollten zu einem Thema gehören. Gerade letztens hatte ich den Fall, da hat eine Mama mit ihrem Kind mit der Lernbox geübt, aber irgendwie hat das Kind nicht so ganz Fortschritte gemacht. Bei der Ursachenforschung stellte sich dann heraus, dass die Aufgaben in der Box wild durcheinander gemischt waren. Das Kind war in der zweiten Klasse und in der Box waren Plus- und Minusaufgaben wild gemischt. Darüber hinaus gab es keine Unterschiede bei den Schwierigkeitsgraden. Alles war bunt durcheinander. Für das Kind hat es zwei unnötige Hürden. Zum einen ist es permanent mit einem Wechsel zwischen leichten und schweren Aufgaben konfrontiert. Ein stetiger Wechsel von Rechenstrategie und Rechenweg. Außerdem, es muss immer ganz genau aufpassen, ist es jetzt gerade eine Plus- oder eine Minusaufgabe. Ich zeige dir hier mal gleich die verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die du in der Box nicht mischen solltest. Die Aufgabenkarten zu jeder Stufe, die findest du in meinem virtuellen Klassenzimmer. Es beginnt mit den leichten Plusaufgaben im Zahlenraum bis 100. Es ist jetzt für die zweite Klasse. Das sind zum Beispiel Aufgaben wie 76 plus 20. Da kommt zu einer zweistelligen Zahl eine Zehnerzahl dazu. Oder zum Beispiel auch 34 plus 8. Hier kommt zu einer zweistelligen Zahl ein Einer hinzu. Bei diesen Aufgaben muss dein Kind jeweils eine Rechenstrategie anwenden, die es in der ersten Klasse bereits verinnerlicht hat. Hoffentlich, ansonsten müssen wir da nochmal zurück. Dann geht es weiter mit den Rechenwegen im Zahlenraum bis 100. Und hier löst dein Kind zum Beispiel Aufgaben der Art 26 plus 35 oder auch 17 plus 46. Aber erst dann, wenn die Aufgaben davor sicher beherrscht werden. Und erst danach und nicht gemischt geht es mit den Minusaufgaben weiter. Hier rechnet dein Kind dann erstmal Aufgaben wie zum Beispiel 76 minus 8. Hier wird von einer zweistelligen Zahl ein Einer abgezogen. Oder aber auch 54 minus 30. Hier wird von einer zweistelligen Zahl ein glatter Zehner abgezogen. Wenn dein Kind solche Aufgaben sicher lösen kann, löst es Aufgaben in der Art 74 minus 28. Schritt für Schritt. So gibst du deinem Kind zum einen die Gewissheit, dass es endlich und nicht unendlich viele Aufgaben gibt und es sieht ganz deutlich die gemachten Fortschritte. Und du nimmst deinem Kind die Hürde, dass es permanent umzwitschen muss. Ja, ich denke, wenn du das beachtest, wird der Erfolg nicht lange auf sich warten lassen. Wenn dein Kind noch unsicher ist im Lösen der Aufgaben im Zahlenraum bis 100, ja dann schau dir doch gerne mal dieses Video hier an. Abonniere auch gerne meinen Kanal und so wirst du immer gleich informiert, wenn ich ein neues Video veröffentliche.